Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask Randomizer. Beim letzten Mal haben wir nach langer Wartezeit einen neuen Seed gestartet. Wir haben außerdem die Milchflasche gefunden, die wir vielleicht doch mal auf den Tracker anklicken können, ne? Und heute wollen wir mal damit beginnen. Na, ich muss gar nichts ändern. Ich muss wirklich noch dringend dran gewöhnen, dass ich plötzlich Sachen auf dem D-Pad habe in diesem Spiel. So, wir gehen noch gleich das Goron-Schlaflied. Okay, ich muss nochmal nachschauen, wie dieses blöde Lied ging. Ich habe versucht, nach Ohr zu spielen. Da, okay. Jetzt habe ich's. Hoffe ich. So geht es. Das ist nur noch dreimal und dann kriege ich da ein Item für. Na, der macht Spinny Spinny. Und ist jetzt schön und rot. Und dann auf zum nächsten Loch. Na, nämlich hier. Außerdem würde ich vielleicht irgendwann nochmal anfangen, mit den Hinweissteinen zu reden, die so in der Gegend rumstehen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht, ne? Ah, da habe ich... aus Versehen den B-Knopf erwischt, um aufzuhören zu spielen, was ich gar nicht wollte. So, die sind alle happy. Oh, mehr oder weniger. Dann haben wir die nächste von den Grotten. Oh, da unten, ne? Ist die nicht irgendwo hier? Da haben wir sie. Wenn wir so noch reinlaufen können, wäre gut. Da sind wir. So, mit dem dritten Stein gespielt. Und dann noch zum vierten. Und dann werden wir uns wahrscheinlich... nachdem wir dann wieder in der Stadt waren und die alte Dame gerettet haben, uns mal so Richtung Sumpf in Bewegung setzen. Da müssten aktuell eigentlich die meisten Sachen, die wir tun können, zu tun sein. Also nur noch die letzte von den Grotten finden. Welche war das hier noch gleich? Ich meine, das war eine hier hinten. War das die hier hinten? Ich hoffe jetzt einfach mal. Es war die hier hinten. Sehr gut. Sand. Okay, und damit müssten wir die Belohnung für die vier Dinger kriegen. Und... ja, dann... haben wir dafür natürlich unsere 10. Skulptur da gekriegt. Was hätten wir auch dafür sonst kriegen sollen? Damit sind wir jetzt bei fast 20, zu denen wir Zugriff haben. So, will ich es riskieren, gegen Dodongos zu kämpfen? Mit zwei Herzen? Ich glaube eher nicht. Also machen wir uns mal Richtung Sumpf erstmal auf. Und dann war da noch ein Tingeltingel, mit dem wir reden können. Der noch zwei für uns komplett unbekannte Items haben sollte. Oh. Wufft der... oh, wuffen die Wölfe tatsächlich. Das klang zumindest gerade stark so. Okay, ich sehe da oben, glaube ich, noch einen roten Rubin drauf. Will ich dafür 20 Rubinen hochklettern?
Nicht so richtig. Dann lassen wir das da oben einfach mal liegen, ne? Stattdessen haben wir dann hier vorne noch eine Grotte, in die wir rein können. Also können wir mal hier in die Kiste noch reinschauen. Kriegen wir erstmal noch ein paar Dekonüsse und noch ein paar Dekostäbe, weil warum nicht? Man weiß nie, wofür man die mal braucht. So, und hier. Aha, Pendant of Memories. Ich glaube, mit dem alleine können wir noch nichts machen. Aber es ist schon mal gut zu wissen, wo es ist. Jetzt habe ich natürlich clevererweise den Dings schon abgehakt. So wie ich clever bin. Dann können wir aber schon mal die Shooting Gallery da unten rausnehmen. Oh, du bist auch erledigt. Müssen uns halt erstmal für den Moment merken, bis ich die Schatzruhen wieder als manipulierbar einstellen kann zwischen den Folgen. Wo zum Teufel das Pendant ist. So. Oh, was hast du zu verkaufen hier unten? Natürlich noch eine Skulptur und die Swamp Title Deed. Kommen wir bis zu dem Dekohändler oben hoch? Ich glaube theoretisch ja, ne? Okay, also sollten wir erstmal hier unten bei Tingle einstellen. Tingle hat einen Ocean Spider. Was sollte er auch sonst haben? Außerdem hat er die Swamp Title Deed. Und dann kaufen wir einfach mal die Swamp Title Deed von dem guten Herrn Tingle ab. Machen wir einfach mal. Kululimpa und so. Schön, wir können wir noch nicht übergeben, weil wir das, weil wir die Dekomaske noch nicht haben. Ah, die finden wir bestimmt in den ersten 3 Tagen. Dann können wir da irgendwann mal hoch. Ich bin mir sicher. Dann können wir jetzt erstmal hier die Dings aktivieren. Die Eulenstatue und noch mehr Dekonüsse holen. Ach, das ist schon mal nicht schlecht. Und dann... Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich nicht jedes Mal die Maske anlegen muss. Kevin, die Maske ist Standard eingestellt. Du hast ein D-Pad. Nutze es. Es würde dich glücklich machen. Kevin, du hast so lange danach gefragt, dass du das kannst. Nun nutze es auch. Ja, dann schauen wir doch einfach mal, was wir... Na, bei der guten Dame schönes kaufen können. Da ja durch Shop Sanity an ist, müssten wir hier Sachen kaufen können. Okay, wir können die Maske der Düfte hier kaufen anscheinend. Okay, oh, Shop. Die blaue Potion ist eine Ocean Spider. Was sollte es auch sonst sein? Die ist, hier ist die Don Gero Maske. Und direkt daneben haben wir die Schweinemaske. Okay. 10 Rubine habe ich. Denn im Gegensatz zu der Maske der Düfte, für die wir nicht wirklich irgendwelche Checks kriegen, kriegen wir dafür zumindest irgendwas. Und mal abgesehen davon, dass wir halt die Maske der Düfte nachher auf den Mond um uns schmeißen können, um da mehr Checks zu kriegen, kriegen wir da halt hier auf Erden nicht wirklich was für. So unschön das ist. Ah, wir wollten mal mit Hinweisstein gesprochen haben, ne? Swamp Tourist Center will not accept photographs taken outside the swamp. He gives you something nice. Okay. Anscheinend ist das Fotocenter dann wichtig. Das klingt so. So, ja, führe mich mal zu der guten Dame. Ich habe euch noch nie versucht, ob man der Milch geben kann oder nicht. Ich meine, Milch ist auch ein heilendes Item. Wir werden es gleich herausfinden, ob man ihr Milch geben kann zur Heilung oder nicht. Okay. Au. Blöde Schildkröten. Ja, und da haben wir sie. Und dann schauen wir doch einfach mal, ob ich tatsächlich rotes Elixier für sie brauche oder nicht.
hier. Kannst du das nehmen? Na, anscheinend nicht. Okay, dann werde ich tatsächlich rotes Elixier brauchen. Ich meine, ich kann welches bei Tingle in Clocktown kaufen. Dafür muss ich halt nicht meine Flasche leer machen. Aber es kostet halt auch nur 5, also kein Problem, das mal eben zu kaufen. Dann könnten wir theoretisch jederzeit wiederkommen. Und wir müssen am zweiten Tag eh nochmal wiederkommen, weil wir die die eine Grotte noch am zweiten Tag in den verlorenen Wäldern drin haben. Also müssen wir morgen eh nochmal wiederkommen. Dann können wir morgen auch wiederkommen und ihr dann das rote Elixier in den Hals drücken. Und dann können wir vor allem jetzt... Ja, willkommen. Ja, ich... Ah, und sie gibt uns die Eispfeile dafür. Okay, das hatte ich vergessen, dass wir dafür ja noch ein Item kriegen. Kann ich jetzt bitte was bei dir kaufen? Danke. Ich hätte nämlich gerne, einfach nur um sie zu haben, die Maske dürfte dann auch noch gekauft. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir nur für 5 Rubine dann mal noch Zeugs einkaufen gehen. Dann können wir im... im Swamp weiter durch, glaube ich, nicht wirklich viel machen, weil wir halt die Dekomaske nicht haben. Der Typ verkauft uns, glaube ich, auch nichts, soweit ich weiß. Das Ding zu zerstören hilft uns, glaube ich, auch nicht. Also können wir eigentlich wieder nur zurück nach Clocktown. Wir können dann mal so in Zukunft planen, nach Norden zu gehen. Schätze ich. Ja, ne? Dann gehen wir jetzt erstmal zu Tingle und kaufen uns rote Potion. Und können dann die Zeit, schätze ich, einfach mal wieder auf normal stellen und dann mal eben darauf warten, dass wir die alte Frau retten können. Weil warum nicht und so? So, willkommen in North Clocktown. Nehmen wir doch schon hier. So, Tingle. Wo bist du? Wahrscheinlich perfekt unter ihm, dass ich ihn nicht gesehen habe. Warum ist Tingle nicht da? Ich bin gerade leicht verwirrt. Na gut, jetzt stellen wir erstmal die Zeit auf normal. Ich schätze, wird Zeit dafür. Tick, tick, tick. Dann gehen wir aus dem Bildschirm nochmal raus und laden nochmal neu. Ich bin dafür verwirrt davon, dass Tingle nicht da war. Schnarchende Krone schnarcht. Okay, Tingle ist anscheinend einfach nicht da. Okay. Was mache ich denn dann am dümmsten? Um die rote Porsche zu kriegen. Ich will einfach darauf warten, dass er wieder da ist, ne? Dann können wir schon mal planen, was wir im Norden alles machen wollen. Wir können noch... Aber wir wissen, was die Karte für die Ranch ist. Das müssen wir uns dann nicht nochmal nachschauen. Wir haben dann noch die eine komische Secret Grotto, wo wir auf jeden Fall hin können. Wir haben den Shop bei den Goronen. Wir können das Goronen-Schlaflied können wir überprüfen, weil wir halt die Grundform von dem Schlaflied haben. Dann müssten wir in der Lage sein, den Teil des, den ersten Teil des Lieds einfach vorzuspielen. Und dann müsste uns eigentlich den Rest komplizieren. Glaube ich, hoffe ich. Man kann von hier aus die Dinge treffen, oder? Kann man. Ja. Warum hast du mein Ziel wieder zurückgesetzt? Danke. So, schon besser. Dann versuchen wir halt mal noch irgendwie ein paar Rubine zusammenzusammeln.
Wir haben nur noch so Feuerpfeile, die wir eigentlich kaufen sollten, nach Möglichkeit, schätze ich. Und dann warten wir jetzt mal auf die gute Dame. Jetzt ist ja fast schon Mitternacht. Na, wenn wir das dann schon mal machen können, dann sollten wir vielleicht irgendwie 30 Rubine zusammenkriegen, mal eben Boden kaufen, damit wir damit noch einen Check machen können. Aber dafür müsst ihr dann wieder Wasser sammeln. Ich hätte eigentlich lieber anderes Zeugs in meiner Flasche. Nämlich eine rote Potion, aber Tingle ist ja gerade nicht da. Ich habe so das Gefühl, wir werden Dodongos töten gehen müssen mit zwei Herzen. Das wird nur saugefährlich. So, ab jetzt ist er immun gegen Schwerter und Pfeile. Geh weg. Hau ab. Verschwinde aus unserem Dorf. Geh. Okay, er ist gegangen. Sehr nett von ihm. Okay, und dafür kriegen wir... Was hätte es auch anders sein sollen? Natürlich ist ein blödes Cthulhu-Token. Naja. Ich hätte doch gerne geholfen. War sonst nichts zu tun. Tingle ist immer noch nicht wieder da. Ich bin wirklich leicht verwirrt, warum Tingle nicht da ist. Leicht bis mittelschwer verwirrt. Wir müssen natürlich auch morgen nachschauen, was denn das hier jetzt das 80 Rubin Item im Bombenshop ist. Na, ist Tingle jetzt wieder da? Okay, was zum Teufel ist mit Tingle passiert? Ist Tingle nachts über nicht hier? Das wäre mir neu, aber anscheinend. Er ist anscheinend nicht da. Na, was will man machen? Wer nicht da ist, ist halt nicht da. So, ich höre Camaro. Leider kann ich Camaro nicht richtig wirklich helfen. Kein Song of Healing und so. Au. Und genau das ist das Problem, wenn man die beiden neben sich hat. Und nicht wirklich ein Schild hat, sobald man einmal angegriffen hat. Na, versuchen wir es trotzdem mal weiter. Okay, der erste ist schon mal erledigt. Okay. Ach, gegen sein Bein geschlagen. Komm, wir sehen mich an. Danke. Okay, zweites auch erledigt. Puh. Gut, dass das Great Fairy Sword so verdammt viel Schaden macht. Dann ist es auch wieder kein Problem. Wunderbar, haben wir auch jede Menge Geld, um jetzt einkaufen zu gehen. Was hätte ich auch anders erwarten sollen? Okay, so Dongos getötet, erfolgreich. Dann machen wir uns mal Richtung Berglandschaft auf. So massivst viel können wir nicht tun, aber wir können halt auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen überprüfen. Und das an sich sollte ja schon mal was wert sein. Ich glaube, wir sollten mal lieber... Das hat jetzt auch nicht so richtig geholfen. Aber der Grone wird wahrscheinlich ein noch größeres Problem darstellen. Zum Angreifen, da der so langsam und behäbig ist mit den Angriffen. Ich wünsche einfach, wir hätten schon die Möglichkeit zu warpen. Das würde enorm helfen. Aber dafür brauchen wir erstmal Zugriff zum normalen Song of Soaring Check, da ich das Ding ja Vanilla gelassen habe.
Gold dust one is the prize in the Golden Race in spring. Can be used by the smithy to forge a sword. Ja. Or it can be sold to the smithy for 40 rupees. Ja, okay. Das war jetzt nicht so richtig hilfreich. Allgemeine Spielmechaniken. Es sei denn, es wollte mir damit auch sagen, dass der Gold das tatsächlich weiterhin im Goron Race ist. Das kann natürlich auch sein. Das ist einfach nur Hinweis für, hey, das Ding ist Vanilla. Ansonsten war das ein Hinweis über allgemeine Spielmechaniken. Lang würdest du bitte auch tatsächlich nach oben klettern. Geht bitte kaputt. Dann wollen wir auf jeden Fall einfach mal hier oben die Warp-Statue aktivieren, damit wir den Weg hier drauf nicht nochmal machen müssen, schätze ich. Und dann können wir hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen erkunden gehen. Aber erstmal können wir, zack, das hier aktivieren. Dann sollen wir vielleicht mal unsere Zeit wieder verlangsamen. Ist vielleicht sinnvoll. Nur just in case. So. Und dann... würdest du... Warum kannst du nicht rückwärts laufen lang? Danke. Ich weiß, dass du das kannst lang. Rückwärts laufen ist zwar schwer und so, aber du kannst es besonders gut. Na, dann können wir auf jeden Fall hier noch mit Tingle Tingle darüber reden, was zum Teufel ist denn so auf dem als Karte für den Ozean gibt. Das müsste er hier noch neu haben. Oh, und dann können wir aber erstmal hier in die geheime Grotte reinschauen. Und hier finden wir... Uhu, mehr Skulptur-Tokens. Okay. Da, das haben wir. Ja, wie gesagt, dann können wir... Obwohl, nee, der hat die Ranch-Karte hier. Stimmt ja. Die Ozean-Karte haben wir schon gesehen. Hier haben wir nur die Ranch-Karte und die... den Title-Deed. Und die Ranch-Karte müsste mal wieder eine... Ocean Spider Token gewesen sein. Ja, wir trotzdem nur mal kurz mit ihm. Oh. Erstmal haben wir jetzt Tag. Und dann ist Tingle wieder in der Luft. Ugh. Tingle, komm mal wieder da runter. Ich habe gesagt, komm wieder da runter. Das ist ein guter morgendlicher Schrei. Das hätte ich auch gerne als Hahn. Na, jetzt habe ich die Swamp Title die nochmal gekauft. Cool. Jetzt habe ich zwei davon. Das war wieder eine von den Sachen. Textboxen sind eher da, als ich damit rechne. Mein übliches Problem. Okay, aber ja, dann wissen wir, was er hier oben verkauft. Nee, die Map Mountain ist ein Title Deed. Und, Kevin, kriegst du deinen Schädel rein? Um mich zum Geron zu wandeln, musst du nicht jedes Mal ins Menü. Ja, sag ich etwas sagen, muss ich mich doch dringend dran gewöhnen. Okay, und da kriegen wir auch nur eine weitere Spider-Token. Oh, und schauen wir mal, was es hier im Shop zu kaufen gibt. Goron-Shop, was gibt's denn hier? Eine rote Potion, eine Ocean Skulptura Spirit. Was hätte ich sie auch sonst geben sollen? Okay. Einfach nur rote Potion. Muss ich mir gar nicht erst aufschreiben. Dann ein Ocean Skulptura Token. Und für 80 Rubine 100 Rubine. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Wenn wir dann 80 Rubine hätten, hätte ich das sofort getan. Einfach nur, um wieder auf vollen Rubin zu sein. Also schlagen wir hier draußen mal irgendwie einen Stein kaputt, bis wir einen Rubin finden. Und dann finden wir hier natürlich keine Rubine.
Ja, würdest du dich bitte, danke. Warum gibt es in dieser Höhle hier keine Rubine? Die eine Höhle auf der gesamten Welt, wo es keine Rubine drin gibt, anscheinend. Wow, wirklich nicht mal den einen Rubin, den ich haben will. Frech Spiel. Frech. Na, vielleicht hier. Ich will nur einen Rubin haben. Gib ihn mir. Spiel. Gib mir einen Rubin. Wow, ist tatsächlich anscheinend hart gecodet, dass man hier irgendwie nur Magie oder was drin findet. Anscheinend. Nur Magie und Stäbe. Keine einzelnen Rubine. Ah, Eponos-Song. Das wird uns helfen. Dann haben wir die Ballade gecheckt. Das können wir entsprechend auch abhaken. Haben mit dem Babygeron gesprochen. Okay. Ja, mit Eponos Song ist plötzlich der Ozean auch frei und der Friedhof frei. Also plötzlich Dinge, die wir tun können. Auch hier oben ist natürlich nicht ein Rubin drin. Ist echt nicht wahr. So, da wir noch keine Magie haben, können wir den Quest hier sowieso noch nicht machen. Also brauchen wir die Fackeln hier auch gar nicht erst anzuzünden. Deshalb sind bislang auch die Eispfeile, die wir gekriegt haben, nicht so richtig nützlich. Wenn man damit nichts machen kann. Oh, ich komme zwar auf die Insel drauf, aber ich komme von der Insel da vorne nicht mehr runter. Also lassen wir das erstmal. Na, andere Leute kommen bestimmt wieder da runter, aber ich halt nicht. Ach, gibt's hier wirklich nirgendwo Rubine? Willst du mich... Ihr wollt mich doch alle gern haben, das merke ich doch. Gott, ich hasse es, mit dem Goron gegen irgendwas zu kämpfen. Das Ding hat mich fast umgebracht. Nur weil der Grone so langsam im Angreifen ist. Kann ich irgendwo jetzt ein Herz raus haben, bitte? Die Antwort ist nein. Natürlich kann ich nicht irgendwo ein Herz raus haben. Das werde ich auch noch elendig verrecken. Einfach nur, weil ich nach einem einzigen Rubin suche. Es gibt keine Rubine auf dieser Welt. Ich merke es gerade. Es gibt einfach keine. Okay, dann gehe ich halt einfach wieder und verreck irgendwo anders. Seht zu. Und lernt. Ach, leider kann ich noch nicht warpen. Das heißt, wir müssen tatsächlich auch zurücklaufen. So, also langsam hätte ich ganz gerne Deko-Maske. So, wir rollen jetzt einfach mal brav zu der Eulenstatue rüber. Denn an der Eulenstatue gibt es eigentlich immer irgendwo ein Herz. Fest eingeplant. Bisschen was eine Fee. Fee, komm mal her. Danke. Okay. Konnten halt leider nicht so richtig viel bei den Goronen tun, aber ne, da sein, nicht da sein. Eponos Lied wird auf jeden Fall helfen. Neue Orte freizuschalten. Jetzt haben wir unseren 80. Rubin, da bin ich aber happy drüber. Na gut, dann gehen wir halt erstmal nach Unruh zurück und schauen mal, was das Item im Bombenshop jetzt ist. Ja, aber auf dem Weg dahin ziehen wir erstmal noch in den Süden. Und werden mal den Riesen P-Head erledigen. Und gehen dann direkt mal hier, weil wir gehen noch nicht in die verlorene Welt, auch wenn ich da nicht dringend hin muss. Ach, wo ist das Loch hier? Müsste hier irgendwo sein. Ich hasse es, dieses Loch zu suchen. Ich weiß, dass es hier irgendwo ist, aber... Da ist es. Wunderbar. Ja, dann sind wir mal wieder lang. Also müssen wir nur erstmal unter das Ding drunter kommen und dann soll das normalerweise mit dem Great Fairy Sword kein Problem sein. Ist ja das Great Fairy Sword. Das macht verdammt viel Schaden. So, und dafür kriegen wir... Oh mein Gott, ein Ocean Spider Token. Wer hätte das gedacht?
Ich sag, wir haben noch mehrere, die wir von Tingle kaufen können. Und mehrere, die wir im Shop kaufen können. Wir nähern uns wirklich so langsam, aber sicher den 30. Das ist hart an der Grenze. Aber dann machen wir uns jetzt erstmal nach Clocktown auf, um Sachen zu überprüfen. Vor allem würde ich gerne von Tingle, 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 Tingle für ein paar Rubine mal eine rote Potion kaufen. Wenn er mich denn lässt. Wenn er denn wieder da ist. Wenn er seinen Urlaub denn mal beendet hat. Dafür brauche ich jetzt noch zwei weitere Rubine, damit ich danach noch das 80er kaufen kann. Das sollte ja nächstes nicht mehr das Problem sein. Ach, da ist Tingle auch wieder. Vielleicht macht er wirklich keine Nachtschicht hier in der Gegend. Vielleicht ist es einfach das gewesen. Aber Tingle, ich brauche mal eine rote Potion. Komm mal runter da von deinem hohen Ross. Und dann verkaufen wir mal eine rote Potion. Für 5 Rubine. Danke. Die Linge. Ja, so lobe ich mir das. Und dann auf zum Bombenshop. Mal schauen, was wir da als 80er Item haben. Verbesserte Bohnen. Wahrscheinlich. Weil wir normalerweise auf dem Item-Slot Bohnen kaufen können. Werden es jetzt verbesserte Bohnen sein. So funktioniert das. So nicht anders. Aber wenn es nichts Nützliches ist, es ist ein Herzcontainer. Kaufe ich für 80 Rubinen einen Herzcontainer? Also 90. Okay. Ist also einfach nur ein Herzcontainer für 90 Rubine. Ich meine, ich habe das Geld sowieso nicht, aber. Da bin ich jetzt auch. Ich meine, ich hätte gerne mehr Herzen, ja, aber ich bin jetzt nicht so super überzeugt davon, jetzt gerade mein komplettes Geld dafür auszugeben. Stattdessen gehen wir halt mal hier hin und holen uns die Feuerpfeile für 80. Die Dinge, die wir tatsächlich brauchen. Ich hätte gerne diese Feuerpfeile. Cool, sorry, Bro. Okay. Und den Rest hat er da jetzt noch. Ja, ich möchte gerne noch was anderes kaufen. Okay, das ist eine Ocean Skulltula. Das ist eine Ocean Skulltula. Das ist ebenfalls eine Ocean Skulltula. Für 30, für 30 und für 50. Meine Güte, teuer. Und boah, die sind natürlich alle vier Ocean. Meine Güte. Okay. Wir könnten so viele Ocean Skulltula-Teile kaufen. Warum gerade die? Das Spiel will anscheinend wirklich dringend, dass ich jetzt zum Ozean gehe und das Haus da fertig mache. Aber wir gehen jetzt erstmal in den Sumpf und heilen mal. Kome ist es, glaube ich. Könnte auch Kotake sein, ich bin mir nie sicher. Halt die eine Fee, die verletzt im Wald rumliegt, und holen uns die Schatztruhe tief in den verlorenen Wäldern drin. Tief in Anführungszeichen. Halt die eine da irgendwie ein Bild nach Anfang. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein Herzteil. Uns fehlt ja nur eins, damit wir einen vollen Herzcontainer kriegen. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht, ne? Wenn wir sowas mal kriegen würden. Aber wahrscheinlich sind einfach alle unsere Items in den Spiderhäusern drin. Ich meine, ich habe noch nie Skull Sanity in Majora's Mask gesehen. Von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass in den Spiderhäusern entsprechend 30 Items liegen. Da ja die Tokens hier sind, müssen die Skulpturas ja irgendwas abschmeißen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, genau, hier war direkt die Grotte. Also rein da. So, und hier kriegen wir ein Ocean Skulptur Token. Von denen wir jetzt 14 und Zugriff auf die weitere 7 haben. Schon irgendwie hart, ne?
Vor allem, wenn wir die meisten davon kaufen müssen. So, Affe, zeig mir mal den Weg. Ja, ich folge dir und so. Dann packen wir uns schon mal eine rote Portion auf unsere C-Knöpfe. Die brauchen wir sowieso gleich. Ich muss sagen, hier geht es, glaube ich, erstmal nach links. Hier geht es nicht erstmal nach links, sondern geradeaus. Okay. Ich habe mir die verlorenen Wälder hier immer noch nicht gemerkt. Anscheinend ging es hier direkt nochmal nach links. Und dann hier nach rechts. Wenn er schon so da anfaked. So, hi. Ich weiß ja nicht, warum du mir keine Milch abgenommen hast, sondern dass ich nur rote Porschen nimmst. Fehlerische Dame. Nein, nicht, dass ich damit jetzt unglaublich viel machen könnte. Wenn ich Magie hätte, könnte ich damit jetzt was anfangen, weil ich dann, glaube ich, theoretisch bis zum Skutula-Haus kommen würde. Wobei, dafür habe ich, glaube ich, nicht genug KP, um das zu tanken. Das Giftwasser. Ansonsten ginge das wahrscheinlich. Ja, ja, ich helfe euch auf jeden Fall total. Vor allem auch jetzt und so. Gebt mir mal bitte die Rubine. Ich hätte sie gerne. Die HP genauso. Autsch. So, schön, da nochmal den Schaden genommen zu haben. Hat sich das Herz einsammeln richtig gelohnt. Ja, diese blöden Linienblätter. Warum halten die mich überhaupt auf? Warum bonke ich da überhaupt dran? Ich bin ein verdammter Gerone. Sollte schwer genug sein, um an den Dingern einfach vorbeirollen zu können. Aber anscheinend bin ich das nicht. So. Dann wird es wohl Zeit, dass wir Richtung ich würde sagen Richtung Ozean gehen. Meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten heute. Aber ich glaube, wir gehen erstmal zum Canyon. Da sind zwei kurze Checks noch. Da können wir mal eben rüberspringen. Ah, zum einen. Da ist immer noch die beste Verteidigungsmöglichkeit. Und ich hasse es, dass die blöden Bombschuhratten eine dermaßen große Reichweite haben. Aber hier haben wir in der total typischen Grotte noch Items. Also eins. Ah, magische Bohnen. Plop. Okay. Dann haben wir einmal magische Bohnen, die wir hier immer umsonst kriegen können. Am Anfang von jedem Tageszyklus. Ist nicht so schlecht. Ich meine, sind auch nicht so teuer. In der Stadt. Also nicht so schlimm. Dann holen wir uns mal Epona für den Rest. Hier können wir auf dem Friedhof nämlich noch, wenn wir bis zu dem großen... Ist das der Epona-Sound? Der Epona-Sound ist großartig. Hey! Das ist ein schöner Epona-Sound. Einer der schönsten, die ich bis jetzt überhaupt gesehen habe. Bis wir sie gehört haben. Ich sehe ja eher weniger Sounds. Epona. Ich habe gerade auf den Zaun zugehalten. Würdest du bitte darüber springen? Anscheinend nein. Epona, ich bitte dich. Ich nehme halt gerne noch ein bisschen mehr Anlauf, aber... So, danke. Du hast es tatsächlich über den Zaun geschafft. Und auch über den Zaun. Ich bin stolz auf dich. Die Tatsache, dass Epona einfach sämtliche Explosionen tankt, ist für mich immer noch ein absolutes Highlight. Oh, was hast du zu erzählen? If you use the lens of truth near here and speak to the man you find, you may earn a mask that can enable you to blend in the... Okay, das ist auch
verdammter Hinweis fürs Vanillaspiel, denn ich habe die Steinmaske schon. Ich bin verwirrt von diesem Hinweissystem. Das scheinen mir nämlich die komplett normalen Hinweise zu sein. Anstatt Hinweise für den Randomizer. Was mich etwas stört. Die hätte ich mir eigentlich ganz gerne gehabt. Aber anscheinend habe ich das Glück nicht. Okay. Dann haben wir hier nämlich noch eine Grotte. Kablammo. Ah, oh, cool. Ein paar Pfeile zurück. Das kann nie schaden. Mehr Pfeile sind immer gut. So, und hier bringen wir... Oh mein Gott, wir haben tatsächlich eine B-Waffe. Wahnsinn. Dass wir sowas noch kriegen... Ich meine, ich werde sie nicht großartig benutzen, weil ich verdammte Great Fairy Sword von Anfang an habe. Ja. Aber haben und nicht haben, wie man so wie ich so gerne sage. Okay, dann sind wir hier in der Ikana-Ecke auch erstmal wieder fertig. Im Canyon können wir aktuell nichts weiter machen, da wir keine Garo-Maske haben, um weiter nach oben zu kommen. Ach, kommt her. Ich hätte noch mehr als einen gehört, oder? Hey! Die Epona-Sounds sind wirklich hervorragend. Manche andere Soundeffekte, die wir so randomized haben, gehen mir ziemlich auf den Keks, aber die Epona-Soundeffekte sind super. Keine Beschwerden darüber. Zurück hat es deutlich besser über die ganzen Zäune geschafft. Ich bin stolz, mein edles Ross. Okay, jetzt können wir theoretisch an der Schwertkampfschule teilnehmen. Dann können wir auch das direkt mal machen. Und danach können wir dann zum... Also noch weiter in den Süden, um uns die eine Schatztruhe auf dem Baumstamm zu holen. Wobei, dafür brauche ich erstmal wieder Wasser. Kann ich hier in der Stadt Wasser sammeln? Also Quellwasser. Ist eine gute Frage. Hier können wir direkt mal austesten, die Frage. Kann ich hier einfach Wasser sammeln? Nein! Warum sollte man auch? Warum sollte man aus dem Wasser auch Wasser nehmen können? Kann ich hier oben, wo ich im Wasser stehen kann, vielleicht einfach Wasser rausnehmen? Ich will nicht extra in den Sumpf runterlatschen müssen, um Wasser zu holen. Warum kann man nicht einfach irgendwo Wasser hernehmen? So ein Umstand. Das heißt, ich muss extra runter in den Sumpf rollen, um Wasser zu holen. Wie nervig. Nur weil ich die Hymne des Sturms noch nicht habe. Okay, jetzt erstmal zur Schwertkampfschule. Ein paar Rubine ausgeben, um hoffentlich was Sinnvolles zu kriegen. Hoffentlich. Schauen wir mal, ne? Ja, ich möchte gerne den Expertenkurs ausprobieren. Dafür müssen wir jetzt nur perfekte 30 Punkte holen, nach Möglichkeit. Soweit so gut. Und der vierte. Sehr gut. Immer brav warten, dass lang sie auch tatsächlich in die Richtung festsnappt, wo man anvisiert, bevor man A drückt. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Dass ich ein Stück zu früh A gedrückt habe und lang dann einfach vorbeispringt wie so ein Wahnsinniger. So, 30 zusammen, wunderbar. Und dafür kriegen wir ein Ocean Skulptur Token. Wer hätte es auch anders erwartet? Okay. Wie gesagt, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele davon wir kriegen. Okay, dann schätze ich, gehen wir uns erstmal ein bisschen Wasser aus dem Sumpf holen. Was man hier alles macht. Nur um an eine Kiste ranzukommen. Ah, da kriegen wir zumindest vielleicht noch ein paar Rubine auf dem Weg. Oh, ein bisschen. Solange man keine Lichtpfeile hat, ist das Rubinfarben noch ein bisschen langwieriger. Also sobald man Lichtpfeile hat, hat sich das Problem komplett für immer gelöst. Solange man dann noch Magie hat. Aber bis dahin hat man halt immer noch
ein paar Probleme damit, Geld zu holen. Außerdem bin ich eiskalt in meinen Gedanken zu weit gerollt. Ich hätte vorher abbiegen müssen. Es kommt davon, wenn man keine Karte hat. Und dann so Gedanken verloren. Schon mal wieder zwei Schritte voraus plant. Anstatt erstmal das zu machen, wo man gerade bei ist. Es ist the Veranda Dorf, the town Stockport Inn has carelessly been left unlocked. Ja, das sind definitiv die Vanilla-Hinweise, die man von denen kriegt. Ich bin etwas verwirrt. Und da haben wir ein bisschen Wasser gekriegt. Und dann nehmen wir das bisschen Wasser und die eine Bohne, die wir haben. Und wir können dann hier direkt in der Nähe die eine Schatztruhe damit holen. Da war aktuell nicht wirklich eine andere sinnvolle Verwendung für die Bohnen haben, können wir die nämlich eigentlich auch hier einpflanzen. Das war eigentlich nur eine Kiste, die ich definitiv eher hole, sobald ich den Hookshot habe, als ne, mit magischen Bohnen. Aber da wir Bohnen ja für relativ günstig einfach kaufen können, aber warum nicht? So, und dann kriegen wir hier 10 Dekonüsse raus. Boah, das ist ja mal wieder lohnenswert. Okay, dann holen wir uns Epona. Und dann geht's zum Strand runter. Weil wir sonst nicht so richtig viele andere Dinge haben, die wir gerade machen können, außer unglaublich viele Skulptur-Tokens zu kaufen. So langsam müssen wir mal wieder irgendwo Progression finden. So langsam aber sicher. Yay, mehr Bomben für mich. Ich glaube, wir können theoretisch hier direkt vor dem Ozean könnten wir den Stein auch wegsprengen und da drin das Bienennest abschießen, um zu gucken, was Epona, ich bitte dich. Um zu gucken, was in dem Bienennest drin ist. Da wir können es dann noch nicht einsammeln, wenn wir nicht die Zora-Maske haben. Entsprechend nicht so tief tauchen können. Aber theoretisch könnten wir halt gucken, was für ein Item ist. Aber ich schätze mal, wir kommen einfach mit der Zora-Maske wieder. So, dann haben wir hier bei dem Fischer hinterm Haus, glaube ich, die Grotte, in die wir rein können. Und dann war es es auch schon fast. Viel haben wir, glaube ich, gar nicht, was wir tatsächlich machen können. Wir könnten theoretisch einen Fisch fangen. Das ist etwas, was wir machen können sollten. Wir können mit Tingle reden, der uns dann noch mehr Skulptur-Tokens verkauft. Das macht er ja so gerne. Apropos Skulptur-Tokens. Ich habe so langsam echt das Gefühl, dass das Spiel will, dass ich mit allen 30 meine Belohnung abhole. Ich kenne ja keinen Zufall, dass wir so viele Skulptur-Tokens jetzt schon zum einen haben und zum anderen kaufen können. Das kann kein Zufall sein. So, wir können Mikau leider noch nicht heilen, da wir den Song of Healing nicht haben. Also können wir den erstmal ignorieren. Oh, dann holen wir uns mal einen Fisch, bevor wir darüber gehen. Ich habe ja das schnellere Lab eingestellt, das heißt, wir brauchen auch nur einen Fisch. Fische sollte es ja hier hinten geben, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, dass man hier hinten Fische fangen konnte. Ich bin mir bei diesem Spiel nie sicher, wo es noch gleich Fische gibt. Ich weiß, dass man halt das Quellwasser sehr begrenzt hat. Ich weiß, dass auch Fische in dem Spiel relativ begrenzt sind, wo man sie genau herkriegt. Aber ich meine, hier hinten konnte man welche fangen, ne? Wenn man denn an die Fische nah genug rankommt, ohne Zora-Maske. Das könnte dann das Problem werden. Fisch, würdest du... Ja, wunderbar. Ich habe irgendwie einen Fisch eingetütet. Bin mir sicher, welcher Fisch das war, weil ich das Gefühl hatte, dass kein Fisch in meiner Nähe war in dem Moment. Aber ich nehme es.
Ich nehme es einfach mal. Und dann, ja, geht's Richtung Labor. Können wir mal bei Tingle schauen, was er uns für den Stone Tower verkauft. Als Karte. Was er uns für den Ozean verkauft, wissen wir ja schon. Es ist ein Skulptur-Token. Überraschenderweise. Da haben wir ja noch nie gesehen, dass er sowas verkauft. Zing. Und dann, na, zumindest um zu wissen, was er uns für Stone Tower verkauft, sollten wir uns schon mal mit Tingle unterhalten. Also für den Ozean wissen wir, dass es nur eine Ocean Spider Token ist. Was hast du sonst noch im Angebot? Hallo Mr. Fee, ja, ja, was hast du sonst noch? Oh mein Gott, noch mehr Ocean Skulptur Tokens. Meine Fresse, wo hast du diese ganzen Skulptur Tokens her, Tingle? Okay, ich kaufe jetzt eine. Ich kaufe jetzt die für den Ocean, weil die günstiger ist. Und irgendwie hat er das gerade als 2 gezählt. Puah! Ja, ja. Wir sind jetzt beide glücklich. Na, so langsam müssen wir mal damit anfangen, die Dinger zu kaufen. Habe ich so das Gefühl. Oh, hier habt ihr einen Fisch. Jetzt seid bitte auch so lieb und fresst den tatsächlich und gebt mir mein Item, das ich haben will. Ja, die scheinen beide auf Maximalgröße zu sein. Wunderbar. Na, und dafür gibst du mir... Hey, die All Nights Mask. All Nights Mask. Wuhu, damit können wir tatsächlich 2 weitere Items holen. Yay. Sehr schön. Okay. Das hat sich dann doch wenigstens gelohnt, den Fisch zu holen. Wir haben tatsächlich mal Progression gefunden. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einfach erstmal nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit der All Nights Mask im Gepäck nach Unruh zurückkehren werden, wahrscheinlich, und dort die nächsten Checks machen werden und dann mal schauen, wo wir denn irgendwie nochmal was Neues finden. Aktuell ist ja irgendwie nicht so richtig viel, was wir haben. Schauen wir einfach mal, ne? Bis dahin. Aloha.